Entschuldigen Sie diesen Fauxpas, Opa. Ich zeige Ihnen gerne den Weg zur Villa. Alle warten schon. Alle? Ich nahm an, dass uns allein Baronin Dania erwarten würde. Oh. Oh, mitnichten. Deswegen, ja, deswegen sind es mehr. Dania und ihre Nichten. Dalia und ihre Nichten. Hier entlang, bitte. Mitnichten. Oh. Oh, sehen Sie sich mal die Blumen an. Die sind aber schön. Das ist wahr. Sicherlich hat sich jemand damit große Mühe gegeben. Oh, da fällt mir etwas ein. Ein Rätsel. Willst du ein Rätsel hören, das mit Gärtnerei und Blumen zu tun hat? Klar, Professor, schießen Sie los. Zersägen Sie dieses Stück Holz in drei Teile, sodass alle gleich groß sind. Alfred und Roland helfen auf dem Bauernhof beim Pflügen und Blumensäen aus. Ihnen sind 4 Hektar Land zugeteilt worden, die sie in der Mitte teilen, damit beide unabhängig voneinander arbeiten können. Roland fängt im Osten an, Alfred im Westen. Alfred braucht zum Pflügen 20 Minuten pro Hektar, Roland braucht 40, aber er sät dafür dreimal so schnell wie Alfred. Mhm. Wenn man mit dem Besäen der 4 Hektar 100 Euro verdient, welchen Teil davon hat dann Roland verdient? Weißt du's? Nein, ich habe damit zugebracht zu lesen, jetzt muss ich verstehen. Okay. Warte mal, 4 Hektar Land in der Mitte halbiert, jeder hat 2. Keine Ahnung. Echt nicht? Sagen wir mal, nehmen wir einfach mal diesen mittleren Absatz weg. Ja, dann braucht jeder gleich viel. Halb, 50. Da kriegt jeder sowieso 50-50, weil das wird ja in der Mitte geteilt und ja genau, wenn man den mittleren Absatz weglässt, ist halb. Weil im Grunde, das Ding ist halt, ja, die sie in der Mitte teilen, damit beide unabhängig voneinander arbeiten können. Das Ding ist, da steht gar nicht so genau drin, dass die, dass auch wenn jemand fertig ist mit seiner Hälfte, er bei dem anderen nicht weitermacht. Aber genau das ist, glaube ich, die Krux in diesem Rätsel. 50. Mhm. Fies. Mhm. Anders, wenn das nicht in der Mitte geteilt wäre. Dann? Wie wär's dann? Dann wär's zu berechnen und ich hätte keine Ahnung, wie genau. Aber er sät dafür dreimal so schnell wie Alfred. Wir wissen gar nicht, wie schnell Alfred sät. Das heißt, wir hätten gar nicht genug. Ja, ich würde sagen, er bräuchte die... Ja, stimmt. Nee, Moment, warte, wie viel Euro? Doch, 50, ja. Ja, ja. Jetzt war ich mir nicht sicher, ob die 100 oder 1000 kriegen. Ich hätte dich schon darauf hingewiesen. Ja. Ah, das war aber genau. Fies. Eingangs wird gesagt, dass die beiden die 4 Hektar in der Mitte teilen, um unabhängig arbeiten zu können. Damit hätte jeder von beiden die gleiche Menge Arbeit. Da also jeder die Hälfte von 4 Hektar besät, sollten beide 50 Euro kriegen. Ja, genau. Du findest das auch unfair. Du bist auch mehr für Leistungslohn. Hallo. Ist das die Villa Reinhold? Nein, das ist die Villa raus. Rausgeb. Die ist ja riesig, sehen Sie nur. Und erst die Villa. Offenbar sind wir hier genau an der richtigen Adresse. Es steht auf dem Klingelschild. Kapitel 1. Fertig. Hast du das gerade mitgekriegt? Und so erreichen der Professor und Luke nach ihren ersten Schritten St. Mystère die Villa Reinhold. Sie haben ihre ersten Schritte gemacht. Oh. Wollen wir hineingehen? Nein. Okay, dann gehen wir wieder. Jawohl. Herr Inspektor. Es irritiert mich, dass diese Textboxen immer wieder kommen, das mag ich nicht. Ja, das ist eigentlich, in den anderen Spielen haben sie es doch geschafft, das abzuschaffen. Warum ja. Nicht in dem Remake?
wieder keine Hinweismünze. Mhm. Wieder keine Münzweißhinsen. Linsenweisheiten. Willkommen in der Villa. Danke, dass Sie uns beehren. Ich bin Matthew, Bediensteter der Familie Reinhold. Matthew? Die Herrschaften warten im Salon. Frau Baronin bat mich allerdings, Ihnen zuerst etwas auszurichten. Sie mögen sich bitte dieses Rätsel ansehen. Erschrecken Sie nicht, die Baronin hat einen seltsamen Sinn für Sinnlichkeit, Schicklichkeit. Für Sinnlichkeit, das ist ja schön. Oh, berühre ein Streichholz in der Mitte und führe es, um es zu verschieben. Ein Hundeelend. Kennst du das noch? Ach ja, oh Gott, wie war das denn? Die Streichhölzer unten stellen einen Hund dar. Der arme kleine Kerl dachte an nichts Böses, als plötzlich ein Auto heranraste und ihn überfuhr. Ach so, bewege zwei Streichhölzer. Ja, ja, um das Bild so zu verändern, um den... dass es den Hund nach dem Unfall zeigt. Viele Rätsel sind Sache der Perspektive. Geh nicht davon aus, dass du den Hund noch von derselben Seite siehst. Wenn du kennst fertig du das noch? Bist, ja, ja. Das ist... Ja. Warte mal so. Oh. Nee, du hättest es, glaube ich, nicht mal drehen müssen. Ja. Nein, dreh's nicht. Ich weiß nicht, ob es da noch richtig ist. Kannst du es noch zurücksetzen? Ah, so geht's auch. Ja. Genau so. Und dann einfach da ran. Ja, ich glaube, na, ein bisschen so rüber und dann, ja. Nee. Genau. Schon fies, oder? Armer Hund. Ja. Ich weiß nicht, also, damals waren die, was wolltest du jetzt noch? Ich wollte dem noch das als Zigarette vorne hinstecken. Warum? Weil ich's kann. Ja. Oder jetzt in dem Fall eben nicht mehr kann. Ja. Was war mit den Rätseln damals? Die waren brutaler als die neueren. Ja. Schau, die kennst du noch das Rätsel? Simulieren. Ja. Ach so, die Zunge. Ja, natürlich. Aber dann hätte er keinen Schwanz mehr. Vollkommen richtig, mein Opa. Schöner Kontext dazu. Bitte verzeihen Sie noch einmal die ungewöhnliche Anfrage. Hier geht es entlang. Wir sollten die Baronin und ihre Gesellschaft nicht zu lange warten lassen. Die Gesellschaft? Mhm. Ist das eine GmbH? Nee, Eine Kommanditgesellschaft? Nee, eine Luxusgesellschaft. Ha. Oh. Professor, sehen Sie sich mal die beiden Gemälde hier an. Oh mein Gott, ist der fett. Das hier ist ja ein schönes Bild, nicht wahr? Der Mann darauf ist bestimmt Baron Reinhold. Darf ich bitte mal fragen, ist das jetzt ein... Also, das ist Hautfarbe, oder? Es könnte genauso gut aufgemalt sein. Huch! Und das an den Seiten waren so Haare. Andererseits hätte sie dann auch Haare hier an den Seiten. Aber sehen Sie mal dieses hier, Professor. Ah, damals war Flora noch mysteriös. Ja. Und nicht nervig. Wer ist wohl dieses hübsche Mädchen und ob sie wohl gute Gurkenbrote machen kann? Die Lage der Gemälde nebeneinander könnte Verwandtschaft andeuten. Oder eine Liebesbeziehung. Oder beides. Vermutlich ist es eine Tochter. Oder Geliebte. Oder beides. Entschuldigung. Ja. Ach. Da haben Sie voll recht. Voll auf sogar. Voll auf. Da haben Sie ihn voll auf. Ach so, vielleicht sollte ich vielleicht doch mal noch ein weiteres... Eine weitere Szene hinzufügen. Eine weitere Szene machen sollte ich am besten. Dieses Porträt zeigt Frau Flora, die Tochter des Herrn Baron. Die Tochter des Herrn? Verzeihen Sie meine Neugier, aber mir fällt Ihr großes Interesse an der Kunst auf. Möchten Sie vielleicht diesen alten Rahmen mitnehmen? Nein. Er zierte einst ein bezauberndes Gemälde. Von dem Bild ist allerdings nur noch dieses kleine Stück übrig. Huch, Gemäldestück erhalten. Das Gemäldepuzzle ist nun über den Koffer anwählbar. Hier kannst du Gemäldeteile zusammensetzen. Um auf das Gemälde zuzugreifen, berühre erst den Koffer und dann das Gemälde. Was ist denn jetzt passiert? Warum ist das anders als vorher? Das ist also ein Stück des alten Gemäldes? Wie interessant. Ja, und ich verstehe immer noch nicht, warum das jetzt so anders aussieht als vorher. Da keine Hinweismünzen. Warum ist das jetzt falsch? Ja, ich versuche das mal wieder hinzubiegen. Ich glaube, dazu muss ich das tun.
Warte. Oh. Kann ich nicht, kann ich nicht. Warte. So, nein, falsch. Hieß er nicht Percy? Machen wir erstmal das hier. Oh Gott, hätte ich das bloß nicht verschoben. Okay, so, jetzt muss ich schnell nochmal was umstellen, weil irgendwas haut hier nicht ganz hin. Wieso bin ich nur ständig von solcher Unfähigkeit umgeben? Es ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe sogar. Aber darf ich bitte trotzdem nochmal schnell was einstellen hier? Ja, jetzt bist du schließlich dran, jetzt kann ich nicht weiter. Okay. Dann kann ich jetzt mal... Wo bitte liegt das Problem? Wo bitte liegt das Problem? Im Detail. Ja. In der Datei. Ich muss da mal was oben abschneiden, wie es aussieht. Moment. Nee. Doch. Ritsch. Sieht jetzt komisch aus. Aber es hat alles seinen Zweck. Zweifelsohne. Zweifelsohne? Sohne Zweifel. Sohne Zweifel. So. Huch, ah. Entschuldigung, was habe ich gedrückt? Das war keine Absicht. Wo liegt das Problem, hat er gefragt. Ja. Oh, es ist einfach furchtbar. Dann ist es das eben. Finde ich okay, dass es, wenn es furchtbar ist. Ja, oh. Wer spricht sie denn eigentlich? Ich. Okay, dann mach das. Mein lieber kleiner Schatz, meine Claudia. Ihre Claudia? Claudia? Chlamydia? Meine süße Claudia, mein liebes Schatzchen, mein Knuddelchen. Ah, Matt, hilf! Matthew! Krawel! Kramox! Oh. Das Einzige, wo ich nicht davon ausging, dass es ein Rätsel beinhaltet. Sehen Sie, Professor, ein versteckter Kronleuchter. Mit einem Rätsel drin, natürlich, weil... Ein Würfel weniger. Ah. Oh Gott. Auf der Abbildung unten siehst du vier Würfel, die mit Streichholz angelegt wurden. Kannst du aus den vier Würfeln drei machen, indem du ein einziges Streichholz bewegst? Ja, kann ich. Irgendwie. Aber ich würde gerne erstmal schauen. Oh ja, ist ganz einfach. Aber ich überlege gerade, wo man es hinbewegen muss. Weißt du auch welches? Nein. Oh, jetzt weiß ich, wo man es hinbewegen muss. Na? Mhm. Ich bin auch gleich soweit. Also die drei Würfel sind zueinander so, dass sie sich eigentlich höchstens an so Ecken berühren würden. Mhm. Und jetzt musst du dieses Streichholz nur irgendwie... Also grundsätzlich hätte ich das schon weggetan, nur es gibt für mich keinen Sinn, wo doch ich das jetzt hinlegen soll, dass wieder vier entstehen. Doch, momentan, wenn du es wegnimmst, ist die Perspektive so, dass es eigentlich keine drei Würfel sind, weil bei einem fehlt was. Ah, du hast recht. Ich ging wie vorhin davon aus, dass wir es nicht bewegen sollen. Good! I solved it! Gut. Ja. Ach, Kleinigkeit, los, lassen Sie uns noch ein paar Rätsel lösen. Oh ja! Bling! Wieder kann ich mir das Münzen. Also, der Dicke hat ein. Kein Rätsel? Oh. Sie sind Professor Layton, ja? Ich heiße Gordon und ich bin der Bruder des Barons. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich gehöre zu denen, die Ihre Dienste angefordert haben. Ich würde Ihnen gerne mehr über die Situation erzählen, aber momentan hören Sie besser auf die Baronin.